Dann rufe ich auf den Tagesordnungspunkt 72, Antrag Aktuelle Stunde, Fraktion der Freien Demokraten, Bauernproteste ernst nehmen. Landesregierung muss überzogene Auflagen stoppen und die Zukunft der heimischen Landwirtschaft sichern. Mit dem Tagesordnungspunkt 73, Antrag Aktuelle Stunde, Fraktion der CDU, Hessens Bauern verdienen unser aller Wertschätzung. Und im Anschluss an die Aktuellen Stunden werden zwei Anträge zur Abstimmung kommen. Einmal Top 82, Antrag der Fraktion der FDP, 2017-08, und 86, Dringlicher Antrag der Fraktion der CDU, Bündnis 90, die Grünen. Es beginnt in der Aussprache die Kollegin Wiebke Knell von der FDP-Fraktion. Danke. Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer! Am Dienstag hat Wiesbaden den Landwirten gehört, fast 2.000 Traktoren und tausende Demonstranten. Das war ein tolles Bild. Ich fand es super, was die Landwirte auf die Beine gestellt haben und dass sie gezeigt haben, wie viel Kraft in der Landwirtschaft steckt. Und ehrlich gesagt wurde es auch höchste Zeit dafür, ein solches Signal zu senden. Aber es gab ein gewisses Sender-Empfänger-Problem, denn ich hatte den Eindruck, dass das, was gesendet wurde, nur sehr begrenzt bei den Empfängern angekommen ist. Zumindest konnte ich diesen Eindruck gewinnen, als ich die Reden der anderen Politiker gehört habe. Frau Hinz hat mal wieder so getan, als hätte sie mit Landwirtschaft eigentlich gar nichts zu tun, als würde sie quasi nur ausführen, was von den oberen Ebenen kommt. Wie im Fall Wilke wurde dann die Schuld auf die – ich war da die ganze Zeit. Ich habe auch Ihre Rede gehört, kommen wir gleich noch zu. Wie im Fall Wilke wurde die Schuld auf die anderen geschoben. Wir kennen das ja. Und Herr Boddenberg sagte auf der Bühne, dass man die Landwirtschaft in den letzten Jahren nicht auf dem Schirm gehabt hätte genug. Wir haben genau das ja schon seit Jahren gemerkt. Und ich habe das ja auch schon hier mehrfach gesagt. Die CDU hat weder die Landwirte auf dem Schirm noch die Menschen im ländlichen Raum. Die wurden allesamt den Grünen ausgeliefert. Und das größte Problem. Das größte Problem ist, dass die, die hier regieren, über Landwirtschaft reden und über die Bedürfnisse der Menschen auf dem Land, aber sie haben keine Beziehung mehr zum ländlichen Raum. Das ist die urbane Arroganz der Landesregierung. Und ganz besonders die Grünen glauben, dass sie den Leuten ja auf dem Land sagen müssen, wie wir zu leben haben, wie wir zu wirtschaften haben, wie wir uns fortbewegen sollen und was wir essen dürfen. Und dieser urbanen Arroganz muss endlich entschieden entgegengetreten werden. Deswegen war ich froh über die Proteste der Landwirte, damit der Ernst der Lage auch einmal sichtbar wird. Frau Hinz hat dort auch gesagt, dass sie ja ständig auf den Höfen unterwegs ist und die Sorgen der Landwirte kenne. Ich bin jetzt ja erst seit etwas über 2 Jahren im Hessischen Landtag. Und Sie wissen, ich kümmere mich für die FDP um die Themen, die mit dem ländlichen Raum zu tun haben. Ich habe in den letzten Jahren wirklich viele Höfe besucht, viele Termine im Wald gemacht, auf dem Land gemacht, nicht in Wiesbaden, sondern da, wo dann auch die Menschen sitzen, die damit zu tun haben, bei Schweinebauern, bei Ackerbauern, bei Milchviehbetrieben. Und egal, wo ich war, ich konnte überall die Entmutigung spüren. Teilweise war die Sorge der Menschen dort um die eigene Existenz mit den Händen greifbar. Und ich habe gemerkt, wie groß die Not der Landwirte ist. Und deswegen frage ich mich schon, auf welchen Höfen Frau Hinz und andere unterwegs waren, wenn sie diese Not nicht gespürt haben oder wenn sie zumindest nichts tun, um diese Not zu lindern. Und was mich auch ärgert, jedes Mal, wenn ich hier im Hessischen Landtag von der Not der Landwirte berichtet habe, und man merkt es ja jetzt auch schon wieder, wenn ich gesagt habe, dass die Landwirtschaftspolitik unsere Landwirte überfordert, dass die Politik einseitig auf Emotionen und Ideologie setzt und nicht mehr auf Wissenschaft, dann werde ich hier ausgelacht. Ja, von den Grünen, klar, kann ich mit leben, aber auch von der CDU. Und dann wird hier behauptet, die Landwirte wollen das so. Ja, ich habe schon oft erlebt. Dann wird behauptet, die Landwirte wollen das so. Wassergesetz, Düngeverordnung, die einseitige Ökoförderung. Aber das Engagement der Landwirte am Dienstag hat uns doch hier bewiesen, dass das eben nicht so ist, dass unsere Landwirte die Überforderung, ja die Enteignung ihrer Betriebe eben nicht einfach so hinnehmen. Und deshalb sind wir Freie Demokraten wirklich sehr dankbar für dieses deutliche Signal der Demonstranten.
Wir erleben ja auch bei der Klimapolitik oder bei der Verkehrspolitik, dass die Politik völlig ohne Sinn und Verstand agiert. Und dann wundert man sich noch, dass die Menschen sich enttäuscht abwenden. Ich kann es der CDU leider nicht ersparen, aber die Union hat ihren Kompass verloren. Und die Höhepunkte Der Höhepunkt war dann die Pressemitteilung der CDU-Fraktion, dass sie die Aktion Grüne Kreuze unterstützt. Das ist, um es zu erklären, das ist eine Aktion, die sich gegen die Politik, die die CDU auf Bundesebene macht, wendet. Die CDU unterstützt also den Protest gegen ihre eigene Politik und scheint das noch nicht einmal zu kapieren. Wir Freie Demokraten sagen, es wird eben Zeit für mehr Vernunft und Wissenschaft in der Politik insgesamt und in der Landwirtschaftspolitik ganz besonders. Und Christian Lindner hat auf der Bauerndemo in Berlin gesagt, wenn man das Nitrat unter Misthaufen misst, dann ist das vergleichbar, als würde man beim Diabetiker den Blutzucker in der Schwarzwälder Kirschtorte messen. Ja, und recht hat er, weil mit Wissenschaft hat der Messwahnsinn von Frau Hinz gar nichts zu tun. Und das muss gestoppt werden. Und wer Landwirte pauschal als Brunnenvergifter und Tierquäler denunziert, dem empfehle ich dann mal eine Woche auf Erzeugnisse der Landwirtschaft zu verzichten. Die Familien unserer hessischen Landwirte auf den Höfen wirtschaften seit Generationen, und sie denken auch in Generationen. Und natürlich wollen sie auch gesunde Tiere und die besten Böden. Und als Jägerin würde ich niemals einem Gast ein verunreinigtes Stück Wild servieren. Und genauso denkt und handelt jeder Landwirt. Und wer etwas anderes unterstellt, hat einfach keine Ahnung und keinen Respekt vor der Arbeit der Landwirte. Wer so denkt, glaubt, das Essen kommt aus dem Supermarkt. Und wer denkt, die Landwirte erzeugen schlechte Lebensmittel, der spricht den Landwirten die Mitmenschlichkeit ab. Denn jeder der Landwirte hat doch den größten Respekt vor seinen Mitmenschen und will für sie auch das beste Produkt auf den Teller bringen. Und dann muss man das aber auch halt mal wieder anständig bezahlen. Wir brauchen endlich wieder Respekt gegenüber dem, was die Landwirtschaft jeden Tag leistet. Wir Freie Demokraten stehen an der Seite der Landwirte. Wir stehen auch zum Eigentum. Wir haben Respekt vor der Arbeit, und wir nehmen ihre Sorgen und Nöte ernst. Deshalb haben wir auch den dringlichen Antrag eingebracht, der Ihnen vorliegt. Wir fordern, den Respekt vor der Landwirtschaft wiederherzustellen und die Agrarpolitik wieder auf eine wissenschaftliche Grundlage zu bringen. Wenn Sie zumindest unserem Punkt 5 zustimmen, können Sie beweisen, ob Sie es mit der Unterstützung der Landwirte denn nun wirklich ernst meinen oder nicht. Sie können jetzt und hier zeigen, ob Sie an der Seite der Landwirtschaft stehen oder nicht. Ich bin gespannt, was Sie tun werden, aber ich vermute, Sie lassen die Landwirtschaft weiter im Stich. Vielen Dank, Frau Kollegin Schnell. Bevor wir in der Debatte weitermachen, begrüße ich auf der Tribüne unsere langjährige Kollegin und Staatsministerin Dorothea Hensler. Herzlich willkommen, liebe Dorothea. Schön, dass du da bist. Die nächste Wortmeldung ist die Frau Kollegin Joyce Paschkewitz, Fraktion DIE LINKE. Ja, ihr Lieben, aber es war keine Wortmeldung da, deshalb bitte ich um. Also, beruhigen wir uns wieder. Lass den Antragsteller bitte sehr. Kollege Boddenberg hat das Wort. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Normalerweise bin ich nicht so kleinlich, aber es geht um eine Aktuelle Stunde. Und ich glaube, mit der Aktuellen Stunde wollen diejenigen, die Programmpunkte einreichen, auch eine Aussage verbinden. Und natürlich war es für mich völlig in Ordnung, nach Frau Knell zu sprechen, wobei ich mir eigentlich vorher schon einigermaßen sicher war, worauf Ihre Rede hinauslaufen wollte, Frau Knell. Und ich will schon zu Beginn sagen, ich glaube, Sie haben eine Rede gehalten und vermute, Sie werden sie ähnlich auch bei den Bauern gehalten haben. Wir mussten ja dann hier ins Plenum, weshalb ich Ihnen dort nicht zuhören konnte, von der es durchaus so ist, dass man für das eine oder andere wahrscheinlich Applaus kriegt von einem Teil der Landwirte.
Ob Sie den Landwirten mit dem, was Sie hier heute vorgetragen haben, einen Gefallen tun, wage ich sehr zu bezweifeln, meine sehr geehrten Damen und Herren. Denn es ist doch völlig unbestritten, dass wir eine Reihe von Herausforderungen haben, die wir nicht einfach ignorieren können, die übrigens auch die Landwirte nicht ignorieren. Und auf den Höfen, auf denen ich war, Frau Knell, war es auch regelmäßig so, dass mir die Unternehmer dort, die Bauern dort erklärt haben, dass sie sich sehr wohl bewusst sind, dass sie gemeinsam mit uns diese Herausforderungen zu bewältigen haben und nicht etwa nach dem Motto, wir ignorieren das einfach mal und wir warten mal, ob es besser wird in der Gesetzgebung, in der europäischen wie in der nationalen, das abwarten, sondern schlichtweg bereit sind, mit uns gemeinsam diese Dinge anzugehen. Und ich gehe konkret auf Ihren Antrag ein. Sie schlagen in Ihrem Antrag vor, dass die Bundesregierung doch einmal bei der Düngeverordnung das einfach ruhen lässt. Ja, sagen Sie einmal, was ist denn das für eine Empfehlung? Wir haben ein Vertragsverletzungsverfahren gegen die Bundesrepublik Deutschland. Es geht um ein potenzielles Strafmaß von 807.000 € pro Tag, meine sehr geehrten Damen und Herren. Wenn wir das einmal über ein Jahr aufaddieren, dann hätten wir ziemlich viele Fördermittel, bei denen wir die Landwirtschaft, so wie Sie es und wir es alle wollen, an vielen Stecken unterstützen könnten. Was Sie machen, ist Augen zu, ignorieren, was in Brüssel und sonst wo auf der Welt passiert, des kurzwilligen Applaus, kurzzeitigen Applauses der Landwirtschaft. Und ich bin ja bei Ihnen. Das war eine tolle Veranstaltung. Und übrigens, wenn ich das mal nebenbei bemerkt habe, sagen darf. Die Polizei dort vor Ort sagt mir, das ist eine der schöneren Veranstaltungen, die wir erleben, weil die Bauern kommen, die demonstrieren, die sind auch laut, aber die räumen nachher das, was sie dort verursacht haben, selbst wieder weg. Das wünschte ich mir bei mancher anderen Demo. Das will ich deswegen betonen. Weil natürlich bei dieser Veranstaltung auch die NGOs thematisiert wurden. Völlig zu Recht. Und da sage ich ziemlich klar, während manche NGOs auf der Straße mit Spruchbändern durch die Gegend laufen, die noch nie einen Bauernhof gesehen haben, steht der Bauer im Stall, mäht sein Vieh, sät seinen Acker und kümmert sich um die Landschaft und Natur. 800.000 Hektar übrigens allein in Hessen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, hin und wieder wünschte ich mir, und das habe ich bei den Bauern auch gesagt, dass manche Vertreter, die dort auf der Straße sind, mit den NGOs gemeinsam einfach mal hingeht, zuhört, um zu wissen und zu sehen, was dort geleistet wird. Und ich teile Ihre Beobachtung an einem Punkt, Frau Knell. Ja, die Verbitterung der Landwirte ist im Summe und im Wesentlichen die, dass sie sagen, wir haben einfach die Nase voll, dass wir hier in einer Art und Weise in eine Ecke gerückt werden, als hätten wir mit dem Tierwohl nichts zu tun, als hätten wir mit Landschaftspflege nichts zu tun, als hätten wir mit Insektenpopulationen zu tun und dem Grundwasser zu tun. Es ist genau das Gegenteil, meine Damen und Herren. Die Landwirte sind diejenigen, die das meiste und größte Interesse daran haben, dass diese Dinge in Ordnung sind. So, und trotzdem gibt es Herausforderungen, wo wir sicherlich auch noch Überzeugungsarbeit leisten müssen. Das ist ebenfalls angesprochen worden. Sie sind eben kurz darauf eingegangen. Ja, wir gucken uns noch einmal an, was den Nitrateintrag anbelangt. Und Sie wissen, dass die Landwirte das begrüßt haben, dass wir gemeinsam mit den Grünen gesagt haben, wir nehmen noch einmal Geld für Gutachten in der Hand, um zu schauen, wo kommt es her. Aber ich gehe nicht so weit und sage, die Bauern sind da völlig unbeteiligt. Das ist Unsinn, das wissen Sie auch. Jetzt lassen wir mal den Lindner weg. War mir neu, dass der agrarpolitische Experte der Bundestagsfraktion der FDP ist. Geschenkt. Sehr geehrter Herr Kollege Rock, Sie wissen doch, wo ich beruflich herkomme. Und der Beginn meiner politischen Arbeit hatte etwas mit meiner beruflichen Herkunft zu tun. Das ist das Nahrungsmittelhandwerk. Und ich habe mir vor 20 Jahren mal die Frage gestellt, da ging es in meiner Branche unter anderem um Tierwohl, ein Thema, das heute wieder auf den Tagesordnungen ist. Ich habe mir die Frage gestellt, wollen wir das von außen diskutieren, bewerten lassen und am Ende die Politik haben, die da die Dinge alleine entscheidet, oder macht es nicht Sinn, dass die Branche sich selbst kümmert? Ich bin über das Thema Tierschutz in die Politik geraten. Das hatte ich nicht vor. Aber es zeigt, dass man hin und wieder einmal mit einer gewissen Authentizität auch zu diesen Themen reden sollte, auch wenn es schon 20 Jahre her ist, meine Damen und Herren. Und weil das so ist, akzeptieren die Landwirte auch, indem ich ihnen sage, lass uns in Dialog treten. Und übrigens, wenn Sie die Plakate gelesen haben und die Beiträge der Landwirte dort vernommen haben, das ist genau das, was die wollen. Die wollen den Dialog mit uns. Und vielleicht noch abschließend, weil auch das thematisiert worden ist, ein paar Sätze zu der Koalition hier und in Berlin. Ja, ich könnte ja jetzt sagen, die FDP hätte ja helfen können.
Also, wenn Sie mit der Frau Schulze nicht einverstanden sind als Bundesumweltministerin, Sie hätten diesem Kabinett angehören wollen. Sie haben sich im wahrsten Sinne des Wortes vom Acker gemacht seinerzeit. Und jetzt spreche ich sowohl, glaube ich, im Sinne der Großen Koalition wie in Berlin, der die CDU, die Union angehört, wie natürlich erst recht für die Koalition hier. Ich finde es ziemlich unsäglich, wenn Sie in Ihrem Antrag formulieren, es gebe ein politisches Kalkül, um die Landwirtschaft in Hessen und in Deutschland an den Pranger stellen. Wie kommen Sie bitte zu einer so unverschämten Behauptung? Das muss ich Sie hier fragen, Herr Kollege Roth. Wie kommen Sie dazu? Wie kommen Sie dazu, wohl wissend, dass diese Ministerin, diese Landesregierung, dieser Ministerpräsident und weitere Vertreter des Kabinetts, die Landtagsfraktionen der CDU und GRÜNEN ein Dauerthema haben in umweltpolitischen Fragen, aber auch mit Blick auf die Landwirtschaft? Und hier stellt niemand jemanden an den Pranger. Wir benennen Herausforderungen so, wie sie sind und sich darstellen. Wir erarbeiten Lösungen, beispielsweise im Zukunftspakt, wo wir 27 unterschiedliche Interessenvertretungen aus der Landwirtschaft und aus der Politik beieinander haben, um gemeinsam über diese Lösungen zu reden und am Ende auch zur Umsetzung gelangen. Wie kommen Sie dazu, dass wir in irgendeiner Form ein Kalkül, ein Interesse daran haben, die Landwirtschaft an den Pranger zu stellen? Herr Kollege Boddenberg, der Kollege Rock wollte Ihnen. Drücke mal drauf. Nee. Lieber Herr Boddenberg, sind ja heute auch Bauern hier. Sind Sie ernsthaft der Überzeugung, dass Ihre Umweltministerin in dieser Regierung keine ideologische Landwirtschaftspolitik betreibt? Ist das wirklich Überzeugung, dass Frau Hinz keine ideologische Landwirtschaftspolitik hier in diesem Land betreibt? Glauben Sie das wirklich? Kollege Boddenberg. Ich gerne auch. Danke. Wir haben einen Koalitionsvertrag, Punkt 1. Und Sie können davon ausgehen, dass die CDU und die GRÜNEN diesen Koalitionsvertrag bis nächtens um Mitternacht in jeder – ich komme ja gleich zum zweiten Teil – da haben Sie eine Frage gestellt, wollen Sie eine Antwort oder wollen Sie krakeelen, Herr Lender? Meine Damen und Herren, jetzt lassen Sie doch bitte den Kollegen Boddenberg die Frage beantworten. Die Rede, Sie müssen auf die Redezeit dann antworten, achten, Herr Kollege Boddenberg. Es gibt einen Koalitionsvertrag, den wir in jeder Zeile hart verhandelt haben. Ja, wir sind zwar unterschiedliche Parteien. Das habe ich am Dienstag auch vor den Landwirten so gesagt. Selbstverständlich. Aber am Ende sind wir beieinander, wenn es um die großen Fragen geht, nämlich einen Ausgleich zu finden, auch im Sinne der Landwirte, zwischen ökologischen und klimapolitischen Erfordernissen auf der anderen Seite und den völlig berechtigten und notwendigen legitimen wirtschaftlichen Interessen der Landwirtschaft. Das ist eine Symbiose. Das ist eine Symbiose, die deutlich besser ist als eine Position der FDP, die am Ende den Landwirten erklärt, irgendwann regieren wir vielleicht dann doch mal wieder mit, und wenn es denn mal soweit sein sollte, dann lösen wir schon eure Probleme, und bis dahin lassen wir alles, wie es ist, unverantwortlich in einer Art und Weise, wie ich selbst von Ihnen noch nicht erlebt habe. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Vielen Dank, Kollege Boddenberg. Jetzt kommt die Frau Kollegin Scheuch-Paschkewitsch. Paschkewitsch, Fraktion DIE LINKE. Bitte. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, liebe Gäste! Landwirtschaft und Umwelt- und Klimaschutz dürfen nicht gegeneinander ausgespielt werden. Gemeinsam mit den Landwirten in der Agrarpolitik umsteuern. Nitratbelastung im Grundwasser, Auslaugung der Ackerböden, Insekten und Höfesterben haben eine gemeinsame Ursache. Eine Agrarpolitik, die auf maximale Intensivierung und Exportorientierung setzt, zulasten von Umwelt und bäuerlicher Landwirtschaft. Betriebe, die diese Schritte der Industrialisierung und Globalisierung nicht mitgehen wollen oder können, verlieren den Konkurrenzkampf. Durch die niedrigen Erzeugerpreise stehen die meisten Bauernhöfe unter einem riesigen wirtschaftlichen Druck. Ohne Veränderung der Rahmenbedingungen haben konventionell arbeitende Betriebe
kaum Spielraum. Sie sind der Spirale aus Kostendruck, Effizienzsteigerung und Ausbeutung von Boden, Umwelt und ihrer Arbeitskraft gefangen. Im Laden zahlen wir nicht nur den Preis für die Lebensmittel. Wir zahlen für die Produktionskosten, deren Lohnanteil geringer ist als der für Saatgut oder die zahlreichen Helferlein der Agrarmultis oder der Treibstoff für den Traktor. Doch wir alle zahlen für den Handel, vor allem für die Gewinne der Discounter. Nicht im Preis enthalten sind dabei Umweltkosten, verseuchtes Grundwasser, erodierte Böden und totgespritzte Lebensgemeinschaften. Die gibt es gratis dazu. Nur durchschnittlich 13,6% der Bruttowertschöpfung in der Lebensmittelkette betreffen die Agrarbetriebe, während die Verarbeitung und Vermarktung über 86% abschöpfen. Da liegt das Problem, nicht bei den Umweltauflagen oder dem Klimaschutz. Dieses Verhältnis muss sich ändern. Die Agrarbetriebe dürfen nicht länger vor allem die Profite der Discounter und internationalen Konzerne mehren. Das Geld muss auch endlich auf den Höfen ankommen, meine Damen und Herren. Darüber hinaus darf nicht nur das, was produziert wird, bepreist werden, sondern auch das Wie. Ökologische Folgekosten sowie ökologischer Nutzen müssen genauso in die Preise eingehen wie die Sozialleistungen auf dem Hof. Landwirtschaft, Umwelt und Klimaschutz dürfen niemals gegeneinander ausgespielt werden. Vor allem die konventionelle landwirtschaftliche Produktion ist abhängig von den Subventionen aus Brüssel. Fördert Brüssel Masse statt Umweltverträglichkeit, bauen die Landwirte große Ställe, müssen Antibiotika einsetzen und Glyphosat. Damit die Lebensmittel bezahlbar bleiben und umweltschonender produziert werden, müssen erstens die EU-Agrarsubventionen umgestellt werden. Öffentliche Gelder darf es nur noch für ökologisch und sozial gut hergestellte Lebensmittel geben und nicht mehr für möglichst billige Rohstofflieferungen für den globalisierten Weltagrarmarkt. Zweitens müssen die Mindestlöhne und Sozialleistungen innerhalb und außerhalb der Landwirtschaft angehoben werden. Denn mit guten Löhnen kann man sich auch gut produzierte Nahrungsmittel kaufen. Hört man sich die wohlfeilen Beiträge von CDU und FDP an, könnte man den Eindruck gewinnen, sie hätten mit der absurden Entwicklung in der Landwirtschaft und Nahrungsmittelproduktion der letzten Jahrzehnte nichts zu tun. Ich nenne nur die Namen von 4 BundeslandwirtschaftsministerInnen. Erstens Horst Seehofer, der 2005 mit Stammtischparolen die Förderung des ökologischen Landbaus abschaffen wollte. Zweitens Ilse Aigner ist mit dem Pferdefleischskandal als Schutzpatronin des Billigschnitzels in die Geschichte eingegangen. Drittens ebenfalls legendär der Monsanto-Minister Christian Schmidt, der uns eine Zulassungsverlängerung von Glyphosat um weitere 5 Jahre bescherte. Und zum vorläufigen Schluss Julia Klöckner. Sie hat nach ihrem Amtsantritt alle Empfehlungen der wissenschaftlichen Beiräte weggefegt und Deutschland in das nächste Vertragsverletzungsverfahren aufgrund der Nitratverseuchung unseres Grundwassers geführt. Statt den Verbraucher- und Umweltschutz zu gewährleisten, arbeiteten die genannten Minister und Ministerinnen mit den Lobbyisten Hand in Hand gegen die Agrarwende. Julia Klöckner ignoriert genau solche wissenschaftlichen Forderungen, Grundlagen, die die FDP jetzt einfordert. Aber das, entschuldigt, nehme ich nicht ernst, was Sie in Ihrem Antrag geschrieben haben. Die Agrarpolitik fußt ja leider kaum auf einer erfahrungsbasierten landwirtschaftlichen Praxis. Auch wissenschaftliche Ergebnisse spielen nur eine untergeordnete Rolle. Den stärksten Einfluss haben Interessenslagen,
Begehrlichkeiten und als gerechtfertigt empfundene Besitzstände außerhalb der eigentlichen Produktion und die Gewinne, die Posten, die Ämter und die Macht. Das alles nicht im Dienste des Allgemeinwohls, sondern für Partikularinteressen. Und die FDP ist als Erstes wieder zur Stelle, wenn es darum geht, Gewinne und Besitzstände, die einem Gemeinwohl entgegenstehen, zu verteidigen. Sie müssen sich einmal entscheiden, ob Sie weiterhin Agrokonzerne auf dem Weltmarkt pampern wollen oder jetzt zu Bauernverstehern werden. Beides zusammen geht leider nicht, meine Damen und Herren. Vielen Dank, Frau Kollegin. Das Wort hat der Abg. Heinz Lotz, SPD-Fraktion. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren! Wir haben zwei Aktuelle Stunden vorliegen. Tatsächlich aber ähneln, und hier geht es auch um die Bauernproteste, tatsächlich ähneln die Proteste der Bauern in mindestens einem Punkt den Fridays for Future-Protesten der Jugendlichen. Es reicht nämlich nicht, wenn man ihnen über die Köpfe streichelt und sagt, jawohl, euer Protest, euer Engagement ist ganz toll. Und genau dieses Gefühl überkommt mich, wenn ich die beiden aktuellen Stunden zu diesem Thema betrachte. Nein, meine Damen und Herren, die Landwirte wollen ernst genommen werden. Und noch viel mehr, sie wollen einbezogen werden. Aber nicht nur dürfen einbezogen werden die Verbandsfunktionäre. Die sind aus meiner Sicht ja vielfach in den Aufsichtsräten und Beiräten der Lebensmittelindustrie und damit auf der anderen Seite des Tisches. Ja, das ist der Grund und eines der Hauptanliegen der Landwirte und der neuen Bewegung Landschaft Verbindung. Sie möchten einbezogen werden. Da packe ich mir natürlich auch, meine Damen und Herren, mit Blick nach Berlin ein Stück weit an die eigene Nase. Das Klimapaket, das beschlossen wurde, ist wichtig. Aber wir müssen, denke ich, mehr miteinander reden. Und hier lohnt es sich, nach Hessen zu blicken. Denn dieses Umweltministerium hat das Nicht-Einbeziehen zu einer Meisterdisziplin gemacht. Sei es beim Wald, sei es beim Wolf, bei Wilke oder jetzt auch bei der Landwirtschaft. Dieses Ministerium fragt nur diejenigen vorher, von denen sie die Antworten erwarten, die sie gerne hätten. Und wenn es dann schief läuft, dann wählen es alle anderen, nur sie nicht. Und das erzeugt, meine Damen und Herren, Frust. So hat es die Ministerin auch wieder am Dienstag in Wiesbaden vor den protestierenden Bauern gehandhabt. Alle anderen arbeiten schlecht. Nur im hessischen Umweltministerium läuft alles top. Meine Damen und Herren, das langweilt langsam. Und es verstärkt das Gefühl der Landwirte, dass alle Welt denkt, sie seien an allem schuld. Momentan wirkt es so, als ob die Bauern in der Tat an allem schuld sind. Sei es am Klimawandel, am Insektensterben oder. Im Umkehrschluss, in der Vergangenheit wurde auch viel übertrieben. Es gibt überall schwarze Schafe, und die hängen im Schaufenster. Diejenigen,
die einfach nur ihren Job machen. Diese Landwirte müssen ihr Leben lang mit ihrem Land wirtschaften, und ein Leben lang machen sie das aus unserer Sicht alle gut. Sowohl die konventionellen als auch die ökologischen Landwirte haben aus unserer Sicht alle eine Daseinsberechtigung. Es muss jedem überlassen sein, wie er seinen Betrieb führt. Bei einem Treffen, meine Damen und Herren, mit meinem Kreisbauernverband fiel ein interessanter Spruch. Eigentlich müsste jeder, der einen teuren Weber-Grill bei sich stehen hat, bei Metzger um die Ecke hochwertiges Fleisch aus der Region kaufen. Aber dann wird beim Discounter billig, billig, billig eingekauft. Viele Landwirte wären ja bei einem Umstieg auf ökologische und klimafreundlichere Landwirtschaft dabei, wenn sie davon leben könnten. Und deshalb, meine Damen und Herren, bin ich zwiegespalten, ob eine reine wissenschaftlich gelenkte Landwirtschaft aktuell funktioniert. Denn Landwirtschaft ist mehr als Wissenschaft. Hier stehen Menschen und gesellschaftliche Strukturen dahinter. Und die Landwirtschaft muss sich auch stärker als bislang am Gemeinwohl orientieren. Das will aber auch bezahlt werden, meine Damen und Herren. Deshalb bin ich dafür, sowohl in Berlin, aber erst recht in Hessen, lasst uns reden. Lasst uns gemeinsam mit den Betroffenen einen Plan entwickeln. Wir alle wissen doch, dass wir so nicht weitermachen können. Aber Alleingänge helfen uns jetzt nicht weiter. Dementsprechend halte ich auch die beiden Aktuellen Stunden und die beiden Anträge zwar in großen Teilen für richtig, aber im Detail sind sie über das Ziel hinausgeschossen. Und der CDU-Antrag beinhaltet aus unserer Sicht nur ein großes Stück Eigenlob. Wir werden beide ablehnen. Vielen Dank, Kollege Heinz Lotz. Das Wort hat jetzt der Abg. Schenk, AfD-Fraktion. Herr Präsident, verehrte Damen und Herren, liebe Besucher auf der Tribüne! Bauernproteste ernst nehmen, titelte die FDP-Fraktion. Das sollte man tatsächlich, denn der Agrarpakt von Bund und Ländern ist eine Kampfansage, insbesondere an unsere hessischen Bauern. Es ist ein Angriff auf die Existenz vieler Betriebe. Immer weitergehende Eingriffe und Beschränkungen führen zu geringeren Erträgen und gefährden den wirtschaftlichen Erfolg. Die Landwirte werden mit überbordenden Auflagen zum Tier-, Landschafts-, Insekten-, Gewässer-, Klimaschutz usw. überfrachtet. Sie sind zu Recht erzürnt, da sie fortlaufend an den Pranger gestellt werden. Frau Knell hat das ja schon deutlich ausgeführt, das will ich mir jetzt hier ersparen. Abstandsflächen, Blühstreifen und eine Vielzahl weiterer Beschränkungen bei der Bewirtschaftung der Felder und der Viehhaltung werden zu Recht als enteignungsgleiche Eingriffe wahrgenommen. Die Landwirte sollen eine überzogene und auch glaubensbasierte Klima- und Umweltpolitik umsetzen. Sie sollen nicht nur Lebensmittel produzieren, sie sollen auch das CO2 aus der Luft in den Boden bringen. Also, da muss man sich doch schon fragen, wo soll das noch alles hinführen? Treffen
Treffend formulierte ein Landwirt auf einem Plakat, auf seinem Protestplakat, belastbare Daten statt belastete Familien oder Auflagenflut killt Bauernmut. Die Bundesregierung und die Hessische Landesregierung gefallen sich ja ganz besonders in ihrer Vorreiterrolle bei der Bevormundung der Bauern. Sie nehmen sie quasi an die Hand und machen damit eigenständiges unternehmerisches Handeln kaum noch möglich. Die Existenz zahlreicher weiterer Betriebe wird durch diese zusätzlichen Auflagen und auch dieses Mercosur-Freihandelsabkommen konkret gefährdet. Ich denke, ich hatte ja schon ausgeführt, dass gerade diese bäuerliche Landwirtschaft, die von der CDU und CSU so besonders gelobt wird, also bei denen ja in besonderer Weise unter die Räder gekommen ist. Früher gab es in einem Dorf 10 Bauern, heute gibt es in 10 Dörfern nur noch einen. Und das ist sozusagen das Ergebnis von 300 Jahren Landwirtschaftsminister in Bund und Ländern aus CDU und CSU. Und hier sollte man unbedingt auch darauf achten, hier wird immer über die Bauern geredet, anstatt mit ihnen zu reden. Und das war ja auch die Grundlage Ihres Protestes. Sie haben also die grünen Kreuze aufgestellt, weil Sie sich im Grunde genommen nicht mehr anders zu helfen wissen. Sie stehen im Grunde genommen immer am Pranger. Sie werden für alles verantwortlich gemacht, was hier die Politik im eigentlichen Sinne ja selbst verbockt hat. Und da denke ich, muss unbedingt eine Umkehrung herkommen, und da muss auch mit den Bauern einfach geredet werden. Bestellen Sie, Sie haben ja ein Ministerium, da haben Sie bestimmt einen großen Tisch, bestellen Sie sie einfach mal zur Diskussion und zur Auseinandersetzung über Ihre Belange an den Tisch und reden nicht nur immer über sie. 2% war auf einem anderen Plakat, 2% sind Landwirte, aber 98% wissen, wie es geht. Ich bedanke mich dem Antrag der CDU. Das hat der Kollege schon richtig ausgeführt. Das ist ebenfalls halt eine Fensterrede. Hier ist derjenige, der die Ursachen und die Probleme verursacht hat, derjenige, der auch gleichzeitig der Helfer sein will. Das kann nicht hinhauen. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Das nächste Wort hat der Abg. Müller, Witzenhausen. Ja, Frau Präsidentin, sehr verehrte Kolleginnen und Kollegen! Zunächst Frau Knell. Frau Knell, den hessischen Landwirten sollten Sie sofort erklären, warum Sie dem Gesetz zur Änderung des Wasserverbandsgesetzes gestern nicht zugestimmt haben. Das gestern verabschiedete Gesetz ist ein reines Entbürokratisierungsgesetz. Haben Sie das nicht auf dem Schirm gehabt? Die meisten hessischen Landwirte sind Mitglied in einem Wasser- und Bodenverband. Wahrscheinlich, wenn hier Landwirte da oben sind, die auch. Das Verhalten der FDP passt hier überhaupt nicht zu dem, was Sie hier vollmundig als angebliche Solidarität mit den Landwirten vortragen. Das hätte ich gern gesehen, wie Sie den 2.500 Landwirten vortragen, warum Sie nicht für die Änderung des Wasserverbandsgesetzes gestimmt haben. Bodenverbände in Hessen, Frau Knell, die leisten Hervorragendes für die Landwirte und bieten ein bundesweit einzigartiges Unterstützungsmodell bei der überbetrieblichen Maschinennutzung. Wissen Sie das nicht? Sie sind doch aus dem ländlichen Raum. So viel zu Ihrem Schaulaufen vor den hessischen Landwirten bei der Demo in Wiesbaden. Ich rate Ihnen wirklich, gehen Sie hin, erkundigen Sie sich, was die Wasser- und Bodenverbände und die Beregnungsverbände leisten und was dieses Gesetz, was gestern mit Grünen, CDU, also was die Regierungsfraktionen verabschiedet haben, ohne Ihre Stimme, was das zur Entbürokratisierung beigetragen hat. Aber jetzt noch weiter zu den Demos. Nach den Demos erwarte ich von den Bauern und von denen, die bei der Demos dabei waren, erwarte ich auch konstruktive Mitarbeit an der Lösung aktueller Probleme. Auch,
Auch Bäuerinnen und Bauern müssen sich bewegen, und das wissen sie auch. Und sie müssen auch Veränderungen zulassen. Doch vor allem liegt es an der Politik, endlich die nötigen Rahmenbedingungen für diesen Wandel zu setzen. Letztendlich treibt eine über Jahrzehnte fehlgeleitete Förderpolitik den Weltmarkt im Auge, billig und viel heute Bäuerinnen und Bauern auf die Straße. Es ist einfach seit vielen Jahren bekannt, dass es dringenden Handlungsbedarf bei der Düngung und beim Insektenschutz gibt. Durch die längst fälligen und lange aufgeschobenen politischen Maßnahmen gerät die Landwirtschaft jetzt unter Druck. Jetzt soll alles ganz schnell gehen, weil ein Bußgeld von täglich 840.000 € ansteht. Das haben nicht meine Kolleginnen und Kollegen unter den hessischen Landwirten verursacht. Das hat auch nicht die hessische Landesregierung verursacht, sondern ganz allein die Bundesregierung. Ausdrücklich und mit dem Hintergrund meiner 35-jährigen Berufserfahrung als hauptberuflicher Landwirt sage ich, Bäuerinnen und Bauern brauchen Planungssicherheit. Nicht nur die Politik, sondern auch die Gesellschaft senden leider immer noch widersprüchliche Signale an die Bauern. Wer kann heute klar sagen, was die Bundesregierung als Leitbild oder Ziel für die praktische Landwirtschaft ausgegeben hat? Wie sieht der Schweinestall aus, den wir mindestens für die nächsten 10 bis 15 Jahre als konsensfähig ansehen? Die Bundesregierung hat schon 70 Millionen € für ein Tierwohllabel ausgegeben, und es gibt noch nicht einmal Richtlinien dafür, wie dieses Label aussehen soll. Der Umbau der Landwirtschaft kann nicht allein von den landwirtschaftlichen Betrieben getragen werden. Konkrete Ideen für eine Umstrukturierung der Agrarförderung sollten jetzt offen diskutiert werden. Was sollen wir ändern? In welchen Zeiträumen wollen wir das erreichen? Welche Förderrichtlinien sollen wir ändern, damit wir die Betriebe auf dem Weg hin zu den vereinbarten Zielen aktiv unterstützen? Auf keine dieser Fragen hat die Bundesregierung bisher eine Antwort. Der größte Hebel liegt bei der GAP-Reform. In Zukunft sollte nicht der einfache Flächenbesitz pauschal subventioniert werden, sondern ökologische und soziale Leistungen, die an der Ladenkasse bisher nicht ausreichend honoriert werden. Meine Damen und Herren, die Förderung muss so ausgerichtet werden, dass es rentabel wird, Klima, Biodiversität und Boden zu schützen. Wir brauchen bundesweit einen verlässlichen ordnungsrechtlichen Rahmen mit Übergangszeiten, eine auf Zielgrößen abgestimmte Förderpolitik und eine entsprechende praxisbezogene Ausbildung in Lehre und Forschung. Wir brauchen eine umfassende Umsteuerung der Agrarpolitik. Die Bereitschaft, auf allen Seiten den politischen Prozess einer zielgerichteten Konsenssuche ernsthaft zu führen, die muss da sein. Sie muss auch beim Berufsstand da sein, und ich glaube, sie ist auch beim Berufsstand da. In Hessen findet eine Beteiligung des Berufsstandes bereits auf sehr hohem Niveau statt. Das wird auch vom Berufsstand anerkannt, und das war auch bei der Demo in Wiesbaden spürbar, Frau Knell. Ich interpretiere die Bauerndemos als Zeichen, dass die Landwirte bereit sind, aktiv mitzuwirken, und dafür bedanke ich mich auch bei meinen Kolleginnen und Kollegen. Und zum Abschluss noch ein Appell an die Verbraucher. Bitte schätzen Sie die Arbeit der Landwirtinnen und Landwirte mehr wert. Glauben Sie nicht der Werbung der Discounter, dass alles immer noch billiger geht. Die Quittung dafür, die kommt noch. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Abg. Müller. Als nächstes hat Staatsministerin Hinz das Wort. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Die vielen Demos, die in den letzten Wochen in vielen Städten stattgefunden haben, von Bäuerinnen und Bauern, haben ein Ziel. Sie wollen aufrütteln. Sie wollen die Gesellschaft, aber noch viel mehr die Politik aufrütteln. Die Bäuerinnen und Bauern haben den Bedarf, klarzumachen, dass sie wertvolle Arbeit leisten. Sie wollen Wertschätzung für ihre Arbeit. Und da kann ich nur sagen, da haben Sie recht.
Ihnen gebührt Respekt für das, was Sie jeden Tag bei Wind und Wetter, teilweise ohne Urlaub, wenn man Tiere hat, machen. Dafür verdienen Sie Respekt. Und die Bauern und die Bäuerinnen wissen auch um Veränderungen und dass Veränderungen notwendig sind. Wir haben in Hessen einen landwirtschaftlichen Pakt geschlossen mit 27 Verbänden. Und bloß weil Herr Lotz nicht dauernd beteiligt wird und nicht gefragt wird, heißt das ja nicht, dass nicht die Betroffenen beteiligt werden, weil darum geht es ja eigentlich. Man kann nicht in der Opposition sein und mitregieren wollen. Das funktioniert irgendwie nicht. Wichtig ist, dass die Regierung, dass ich als Landwirtschaftsministerin mit dem Berufsstand diskutiere, sie beteilige. Und, meine Damen und Herren, ich mache das jetzt seit 6 Jahren, und das mit großer Freude, weil mir die Landwirtschaft in Hessen auch sehr am Herzen liegt. Die Landwirtschaft ist Stütze im ländlichen Raum für gute Ernährung, für die Pflege der Kulturlandschaft. Und, Frau Abgeordnete Knell, ich finde, es ist eine Geringschätzung der Menschen im ländlichen Raum, wenn Sie behauptet, die Bürgerinnen und Bürger dort seien ausgeliefert. Die Menschen dort haben einen eigenen Kopf. Sie sind selbstständig. Sie wissen, was sie tun. Sie wissen auch, wen sie wählen und wen sie in dieser Regierung sehen wollen, meine Damen und Herren. Also, solche Art von Diskussion sollten Sie wirklich lassen. Erlauben Sie eine Zwischenfrage? Bitte. Drück mal drauf. Frau Ministerin, wenn alles so toll im ländlichen Raum ist, warum waren dann die Bauern demonstrieren in Wiesbaden? Haben Sie das nicht verstanden? Doch, das habe ich ja gerade gesagt. Ich habe gesagt, dass die Bauern aufrütteln wollen, weil sie wissen wollen, wo ist ihr Platz in dieser Gesellschaft heute und in Zukunft, und dass sie darüber eine öffentliche, gesellschaftliche, politische Debatte führen wollen. Ist doch richtig, meine Damen und Herren. Das ist doch richtig. Das ist doch, also ich habe den Bauern ja auch zugesagt, dass ich mich mit ihnen, mit Landschaft, Verbindung auch im Ministerium treffe und die Diskussion weiterführe. Auch andere Berufsgruppen und Berufsstände demonstrieren und wollen damit auf ihre Anliegen aufmerksam machen. Das ist eine ganz völlig legitime Geschichte, und ich diskutiere gerne mit den Bauern über die Herausforderungen, die wir haben, den Klimawandel, den Artenschutz, die zunehmende Belastung im Wasser und im Boden, dass die Gesellschaft mehr Tierwohl will. Frau Staatsministerin, erlauben Sie noch eine Zwischenfrage? Also, jetzt würde ich gerne mal ein bisschen fortfahren in meiner Rede. Am Ende können mir dann noch alle Fragen gestellt werden, falls dann noch etwas offen bleibt. Okay? Die Gesellschaft will mehr Tierwohl, aber nicht genügend ordentliche Preise dafür zahlen. Und die Bauern machen wirklich viel mit, das merken wir in Hessen. Aber sie wollen auch wissen, wo der Weg insgesamt längst gehen soll. Und sie wollen vor allen Dingen Planungssicherheit auch von der Politik. Und da stehen wir sozusagen in Verantwortung. Wir in der Regierung, die Koalitionsfraktionen, aber auch die anderen politischen Parteien, weil wir sind ja in den Ländern in unterschiedlichen Konstellationen mit auch im Bundesrat vertreten. Wir alle haben bei Landwirtschaft etwas mitzubestimmen. Und das ist nicht immer einfach. Wir versuchen in Hessen wirklich, die Mitwirkung und die Beteiligungsprozesse so zu organisieren, dass wir auf die Bedarfe der Bäuerinnen und Bauern eingehen. Wir machen Ausgleich für unvermeidbare Auflagen, und wir haben Anreizprogramme, die auch angenommen werden. Es ist ja nicht so, dass wir die Bauern zu bestimmten Dingen zwingen. Wir haben jetzt mit Landesmitteln das
Programm vielfältige Ackerkulturen aufgelegt, um für die Ackerbaustrategie eine klimafreundliche Variante zu bekommen, mit Humusbildung. Und wir haben inzwischen 10.000 Landwirte, die in einem Jahr das beantragen und mitmachen wollen. 10.000 Betriebe, meine Damen und Herren. Nein, Entschuldigung, 1.000 Betriebe, die mitmachen wollen. Und das ist wirklich ein unglaublich guter Erfolg. Und auch für die Förderung des ökologischen Landbaus werden zusätzliche Mittel in Anspruch genommen. Und auch das machen Landwirte, weil sie merken, dass der Markt vorhanden ist, dass die Bevölkerung dieses auch gerne abnimmt. Aber ich sage auch ganz klar, da kann auch noch zugelegt werden. Die Verbraucherinnen und Verbraucher müssen auch wissen, dass gute, regionale, gesunde Lebensmittel nicht nur wertgeschätzt werden müssen, sondern ihren Wert haben und damit auch ihren Preis. Dann kann man nicht auf Billigimporte zurückgreifen. Und hier, glaube ich, müssen wir auch gemeinsam mit dem Berufsstand noch überlegen, wie wir hier eine gute Werbung weitermachen können, auch mit der Marketinggesellschaft Gutes aus Hessen, damit die Bürgerinnen und Bürger in Hessen auf diese regionalen Lebensmittel stärker zurückgreifen. Einen Punkt will ich Ihnen noch deutlich machen, was für uns Beteiligung bedeutet. Wir werden jetzt eine Befragung starten zum Thema nachhaltige Landwirtschaft in Hessen. Wir haben das im Koalitionsvertrag. Wir wollen diese Strategie aufstellen. Wir machen eine Befragung, und wir befragen nicht die, wie es so schön hieß, die Funktionäre, sondern nur der Ordnung halber. Das sind die letzten drei Sätze. Wir befragen alle Bäuerinnen und Bauern in ganz Hessen, was sie aus ihrer Sicht dazu beitragen können, wollen, wie sie sich das vorstellen und welche Rahmenbedingungen sie sich erhoffen. Das ist für mich ein spannender Beteiligungsprozess. Und ich glaube, dass wir auf diesem Weg organisierte Prozesse über Landesagrarausschuss, Gespräche mit den Verbänden, aber auch Beteiligung einer jeden einzelnen Bäuerin, eines jeden einzelnen Bauern in Hessen gut aufgestellt sind in der Landwirtschaftspolitik der Zukunft. Und ihr gebührt Respekt, das will ich an dieser Stelle noch einmal sagen. Und ich bedanke mich bei allen, die in der Landwirtschaft arbeiten, für ihre tagtäglich gute Arbeit, die die allermeisten wirklich für uns machen, damit wir gute Lebensmittel haben, an denen wir uns auch tagtäglich erfreuen können. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Staatsministerin Hinz. Eine Minute 20 ist überzogen. Der Abgeordnete René Rock von den Freien Demokraten hat noch einmal das Wort. Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Ich habe es ja durch meine Zwischenfrage noch einmal versucht, deutlich zu machen. Die Frage ist nicht die Frage des Diskurses. Die Frage ist die Frage des Handelns. Die Landwirte, die hart arbeiten, die kommen doch nicht aus ganz Hessen gefahren mit ihren Traktoren, fahren morgens früh los zu einer Demonstration, weil sie einmal mit ihnen reden wollen. So nach dem Motto, wir hätten ja auch eigentlich eine E-Mail schreiben können und ihnen sagen können, dass wir das ganz toll finden, was sie hier in Hessen machen. Nein, bei den Landwirten liegen die Nerven blank. Und sie haben es ja eben hier wieder getan. Sie haben es ja eben wieder getan. Sie haben nicht nur, dass sie den Landwirten aberkennen, dass da große Probleme sind, sondern sie wollen einmal darüber reden. Sie haben hier auch wieder genau die Dinge aufgeführt. Aus Ihrer Sicht sind die Landwirte verantwortlich für den Klimawandel, für die Vergiftung des Grundwassers und für schlechte Nahrungsmittel und was Sie sonst noch hier alles wieder vorgetragen haben, verklausuliert. Das ist respektlos.
Das ist respektlos. Sie ignorieren die Proteste und deuten Sie sich in Ihrem Wolkenkuckucksheim, deuten Sie sich die wieder um in einer völlig unverantwortlichen Art und Weise. Sie haben nichts verstanden, Frau Hinz. Sie haben nichts verstanden. Liebe Frau Hinz, Herr Abgeordneter Rock, Sie müssen zum Schluss. Liebe Frau Hinz, Sie haben ein Debakel angerichtet beim Verbraucherschutz. Verschonen Sie die Landwirte mit einem erneuten Debakel. Nehmen Sie die Proteste ernst und handeln Sie endlich. Vielen Dank. Vielen Dank. Als nächstes hat sich der Abgeordnete Schenk von der AfD-Fraktion zu Wort gemeldet. Frau Präsidentin, verehrte Damen und Herren, ich muss hier doch noch einmal eingreifen. Frau Ministerin, Sie sind diejenige, die doch auch den Agrarpakt mitverhandelt hat. Nein. Ja, sitzen Sie da nicht bei der Bund-Länder? Aber das ist nicht die Bundesregierung. Ja, aber das ist zusammen mit den, ist ja doch zusammen in, ist doch zusammen in Mainz mit Ihnen auch verhandelt worden. Nein. Also jedenfalls, die Bauern haben hier einen Notruf abgesetzt und nicht ein Aufrütteln. Die wollten nicht nur aufgerüttelt werden, die haben einen echten Notruf. Sie greifen in das wirtschaftliche Konzept der Landwirte ein und wundern sich, dass die nachher, wenn sie sozusagen dort Verluste einfahren, weil sie eingegriffen haben, dass sie sich darüber beschweren. Aber sie wollen sie auch nicht ausgleichen. Sie müssten dafür dann, wenn sie schon sagen, bitte schön, ihr dürft nur noch nach Weihnachten ackern oder sonst was mit den Ausbringen der mit dem Ausbringen von bestimmten Saaten oder mit dem Düngen, mit der Gülleausbringung und mit allem, wenn Sie da Eingriffe machen, die sozusagen dem wirtschaftlichen zweckmäßigen Ausbringen entgegenstehen, dann würde ich sagen, dann müssten Sie auch dafür aufkommen, für die Schäden, die Sie dadurch verursachen. Und dann, wie gesagt, wird ein Industrieabkommen gemacht mit Mercosur-Staaten. Die dürfen praktisch ihre Produkte, die sie als Industrieprodukte geliefert bekommen, mit Agrarprodukten bezahlen. Und das führt zu weiterem Absenken der Lebensmittelpreise hier im Land und führt halt dazu, dass die Bauern immer weiter unter Druck geraten. Sie müssen hier zu hiesigen Kosten produzieren. Hier kostet eben eine Monteurstunde 100 €. Hier kostet ein Schlepper viel mehr, wie ja unter Umständen in der Reparatur auch sehr viel mehr. Und da würde ich sagen, da wird Äpfel mit Birnen verglichen. Sie haben in Südamerika andere Produktionsbedingungen, denen können Sie keine Auflagen machen. Aber hier machen Sie die Auflagen und wundern sich, dass jeden Tag Höfe sterben. Jeden Tag werden hier Höfe aufgegeben. Und das hat ja auch seinen Grund. Und den haben wir ja hier schon lange genug beredet, und der wird uns noch einige Zeit erhalten bleiben. Vielen Dank. Als nächstes hat sich der Abgeordnete Müller, Witzenhausen von Bündnis 90 Die Grünen zu Wort gemeldet. 1:49 sind noch übrig. Herr Rock, nur in aller Kürze. Die ständige Wiederholen ihrer Parolen, was Sie hier fabrizieren, das hilft Ihnen nicht. Das hilft auch den Landwirten nicht. Sie machen eigentlich genau das Geschäft von denen, die Sie vermeintlich bekämpfen. Sie wiederholen immer wieder diese Parolen. Also wir haben eine hohe Wertschätzung für die Landwirtschaft, für alle Landwirte, für die konventionellen Kollegen wie für die Ökokollegen. Es hätte Ihnen besser angestanden, meine Fragen zu beantworten. Warum haben Sie gegen die Änderung des Wasserverbandsgesetzes gestimmt? Warum? Das ist ein Entbürokratisierungsgesetz, hilft den Landwirten. Ja, haben Sie. Ihr Antrag hat so viel Mist noch dabei, den kann man nicht zustimmen. Aber naja. Herr Rock, Ihre Fraktion hat sich hier entlarvt.
Sie wissen nicht, was in der Landwirtschaft passiert. Sie beten nur irgendwelche Parolen nach. Nur im ländlichen Raum zu leben, reicht nicht. Vielen Dank, Herr Abg. Müller. Wir liegen jetzt keine weiteren Wortmeldungen mehr vor. Damit sind die Aktuellen Stunden von CDU und FDP abgehalten. Und wir müssen noch über Top 86, Dringlicher Antrag der Fraktionen der CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, Wertschätzung unserer Landwirtschaft, abstimmen. Wer für diesen Antrag ist, bitte ich ums Handzeichen. Hier steht Dringlicher Antrag zum Abstimmen. Ausschuss, okay. Von mir aus auch in den Ausschuss, dann stimmen wir halt nicht ab. Damit sind wir dann am Ende des Tagesordnungspunktes eingegangen. Und an Ihren Plätzen verteilt ist noch ein Dringlicher Antrag der Fraktion der SPD. Sozialstaat der Zukunft muss gesellschaftlichen Zusammenhalt in unserem Land erneuern und für die Zukunft stärken. Mit der Drucksache 20-17-14 wird die Dringlichkeit bejaht. Das ist der Fall. Dann wird dieser Top 87 und kann, wenn niemand widerspricht, tut niemand, mit Top 52 zu diesem Thema aufgerufen werden.